Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Goldfarm Video und zwar gehen wir wieder solo mit dem Schurken in eine Ini rein. Heute ist man nicht Diamol, sondern wir gehen in Zul'Gurub rein und wir können mit dem Farm, den wir hier machen, in der Stunde so 100 bis 140 Gold ungefähr machen, momentan würde ich sagen. Das hängt aber ein bisschen davon ab, auf welchem Server ihr spielt, auf welcher Seite ihr spielt und so weiter. Denn es ist vor allem davon abhängig, wie viel die Blutrebe, die ich hier mal einblende, auf eurem Server momentan wert ist. Das ist halt einfach so ein Item, was man in Zul'Gurub bekommen kann. Wie genau, werde ich gleich noch erklären. Das ist sehr wichtig für sehr viele Caster, also für Hexenmeister, Magier und so weiter. Die wollen damit nämlich ihr Blutreben-Set bauen. Das blende ich hier oben mal ein. Und dementsprechend gibt es da einfach eine sehr große Nachfrage momentan, weil man da nicht so einfach rankommt. Vor einer Woche war das zum Teil bis zu 60 Gold pro Stück noch wert. Mittlerweile sind die Preise natürlich schon ein bisschen runtergegangen, ist ja auch logisch. Wir sind auf Patchwork hier, deutscher Server, deutscher PvP-Server, auf Ali-Seite momentan bei so 27 Gold pro Stück ungefähr. Auf Horde-Seite wiederum sind wir auf knapp 40 Gold noch momentan. Deswegen wäre auch ein kleiner Hinweis an der Stelle, ihr könnt auch versuchen, die Reben im neutralen AH zu verticken. Das habe ich auch schon gemacht, da macht man zum Teil wirklich ein bisschen mehr Kohle. Müsst ihr mal schauen auf eurem Server. Wenn auf der anderen Seite die einfach deutlich mehr wert sind, könnt ihr das in Booty Bay quasi machen. Und bevor wir weitermachen, auch der Hinweis an der Stelle, ihr braucht natürlich Kräuterkunde dafür. Ja? Also ihr braucht Kräuterkunde auf 300 im Idealfall und ihr solltet auch, blende ich euch hier mal ein, zeige ich euch einfach gerade mal, hier die kräuterkundigen Handschuhe auch noch anziehen, dann habt ihr nochmal 5 Kräuterkunde mehr, Fähigkeit und den Enchant drauf, dann seid ihr auf Kräuterkunde 310 und das ist einfach deswegen wichtig, weil ihr dann bei vielen Pulls quasi die Mobs wegpullt von der Location, wo die Blume steht, dann lootet und wenn es dann fehlschlägt, das ist halt einfach mega blöde und ihr verliert halt Gold dadurch. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig oder besser, wenn man hier mit 310 Kräuterkunde reingeht. Also ihr braucht Kräuterkunde und ihr braucht vor allem auch hier die, die Blutsense. Die bekommt ihr in Zul'Gurub. Die könnt ihr auch solo farmen, müsst ihr mal gucken. Da gibt es auch schon Videos auf YouTube. Ich werde es vielleicht nachher nochmal kurz erwähnen. Aber es ist quasi genau ähnlich, wie wenn ihr dann eine Blume machen würdet. Nur, dass ihr dann einfach den Haufen lootet. Dann könnt ihr die auch solo farmen. Aber ich würde euch empfehlen, die einfach mit eurer Gilde zu holen. Und dafür müsst ihr diese Voodoo-Haufen looten, blende ich hier mal ein. Und die haben immer eine Chance, so eine Blutsense zu enthalten. Und wenn ihr die dann quasi habt, dann könnt ihr die ganze Geschichte hier machen. Also ihr braucht quasi die Blutsense auf jeden Fall und ihr braucht Kräuterkunde auf 300. Und was machen wir dann in dem Run genau? Wir werden quasi reingehen und einfach nur versuchen, so viele Kräuter wie möglich zu looten. Und ihr werdet schon sehen, es gibt da sehr viele verschiedene Kräuter. Purple Lotus, Goldener Sansam, Mountain Silver Sage, Dreamfoil, also Traumblatt und Bergsilberweißling und so weiter. Und dabei ist es völlig egal, ob das Kraut an sich ein quasi wertvolles Kraut ist oder nicht. Oder irgendwie ein hohes Level hat, wie jetzt irgendwie Bergsilberweißling. Es kann auch einfach zum Beispiel ein Goldener Sansam sein. Der hat genau die gleiche Chance, die Blutrebe zu droppen, die wir hier quasi farmen möchten. Jede Blume in Zul'Gurub hat ungefähr eine 20%ige Chance auf eine Blutrebe und das ist quasi unser Goal. Wir möchten so viele Blutreben wie möglich in dem Run erfarmen. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass wir nicht nur Blutreben in den Runs bekommen werden, sondern vor allem auch Traumblatt, blende ich hier mal ein, und auch Bergsilberweißling, also Mountain Silver Sage. Ein Traumblatt-Stack geht für 19 Gold weg ungefähr und ein Bergsilberweißling-Stack sogar für 32 Gold mittlerweile, also völlig krank. Und davon bekommt ihr auch relativ viele eigentlich in den Runs. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall. Nutzt die Chance. Ich gehe davon aus, dass die Blutreben im Verlauf der nächsten Wochen noch billiger werden. Ich weiß nicht genau, wie billig. Man braucht die auch für ein paar andere Dinge. Von daher werden die wahrscheinlich nie komplett droppen vom Preis her. Die werden einen gewissen Wert behalten. Aber desto schneller ihr mit dem Farm anfangt, desto mehr Gold werdet ihr damit machen. So, dann gucken wir mal. Also ihr geht quasi einfach hier im Schlingendontal in Zul'Gurub hier in den Raid rein. Ihr braucht dafür eine Schlachtgruppe. Ich mache das immer so.
Ich invite einen Freund in eine Gruppe, wandle dann die Gruppe in einen Raid um, dann gebe ich meinem Freund Leader, dann logge ich mich auf meinen Twink, dann invitet mein Kumpel meinen Twink, dann logge ich wieder um, ja, und dann kann mein Kumpel die Gruppe leaven und dann bin ich quasi mit meinem eigenen Twink im Schlachtzug und kann damit dann ohne Probleme quasi in den Raid reingehen. Noch ein weiterer Hinweis an der Stelle. Ihr könnt quasi einfach hier, wenn ihr fertig seid mit eurem Run und quasi die Ini verlassen habt, könnt ihr einfach hier mit Rechtsklick die Ini resetten und quasi alle Kräuter und alle Erzvorkommen und so weiter spawnen wieder. Ja? Das geht aber mit der Methode nur, wenn ihr keine Schlachtzug-ID habt hier. Das bedeutet, wenn ihr quasi zu Zul'Gurub mit eurer Gilde momentan raiden geht, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann könnt ihr das so, wie ich das heute mache, nicht machen. Das ist sehr wichtig an der Stelle. Merkt euch das einfach, wenn ihr es genauso machen wollt wie ich, dann müsst ihr auf Zul'Gurub verzichten oder quasi das dann machen, wenn ihr noch nicht gegangen seid mit eurer Gilde. Ich bin jetzt tatsächlich einmal nicht mitgegangen, damit ich hier das Wochenende ordentlich Gold farmen kann. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die Ini zu resetten, wenn ihr eine ID habt. Allerdings könnt ihr das dann nicht mit der Methode hier machen, mit dem Rechtsklick, sondern dann müsst ihr quasi in der Ini das auch so machen, wenn ihr dann fertig seid mit eurem Run, einfach ausloggen, auf euren Twink einloggen, ja, dann müsst ihr 2 Minuten warten, dann bekommt ihr Lead auf eurem Twink und dann könnt ihr dort alle Inis resetten, dann müsst ihr wieder umloggen und dann steht ihr quasi mit Defiler, also mit eurem Char am Anfang von der Ini und könnt dann neu rennen. Müsst ihr euch überlegen, ihr verliert dadurch natürlich immer die 2 Minuten, die ihr dabei warten müsst, aber ihr könnt es dadurch quasi auch machen, wenn ihr eine ID habt. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Woche auch ZG wieder mitgehen und dann werde ich es auch auf diese andere Methode machen. Was braucht ihr dafür für Talente? Ihr solltet dafür auf jeden Fall Vorbereitungen mitnehmen, denn wir brauchen bei vielen Puls, ja, es ist schon nice, wenn man Sprinten hat, wenn man Evasion hat, manchmal auch, wenn man Vanish Ready hat. Von daher, ich würde euch auf jeden Fall eine Art PvP-Build dafür empfehlen. Ihr braucht nicht unbedingt hier Meister der Täuschung. Ist nicht schlecht, wenn euch die Bombs nicht so einfach sehen können in der Verschwollenheit. Aber es ist nicht wirklich mega wichtig. Ihr seht, ich habe hier einen Punkt drin und habe immer hier die Nachtschleicherstiefel an. Dadurch habe ich nochmal ein Verschwollenheitslevel mehr, weil ich einfach hier auch noch normales PvP mitmachen wollte. Mit diesen beiden Sachen habt ihr eigentlich keine Probleme. Da addet ihr nicht in der Verschwollenheit. Dann ein weiterer Hinweis an der Stelle, für einige Puls ist es relativ nice oder ja, quasi Bedingung, dass man Ingenieur ist, weil man nämlich hier den Raketenhelm hat oder auch hier den Gedankenkontrollkappenhelm. Damit kann man quasi 4 Mobs letztendlich gleichzeitig Crowd controllen und dadurch quasi einige Kräuter looten, die ihr normalerweise so nicht looten könntet. Und auch hier die Netomatik kann euch auch in vielen Fällen helfen. Das ist nicht absolute Bedingung. Wenn ihr kein Ingi seid, könnt ihr manche Kräuter einfach nicht looten. Aber wollte ich nur erwähnen an der Stelle. Was ist noch wichtig bei der Farmmethode? Ich empfehle euch auf jeden Fall auch, genug Pfeile dabei zu haben, weil wir bei vielen Locations quasi die Gegner pullen am Anfang. Und es ist einfach blöd, wenn man dann nicht genug Pfeile dabei hat. Dann solltet ihr auch ordentlich Vanish-Pulver einpacken, denn ihr werdet sehr oft vanischen. Und auch Blendungspulver, weil man an vielen Orten auch die Gegner blenden muss. Gifte sind nicht so relevant. Ich mache mir immer verkuppelndes Gift auf die Mainhand. Falls ich mal irgendwie einen Mob auf die Schnelle kiten möchte oder so, ist nicht schlecht. Aber eigentlich braucht ihr keine Gifte für den Run. Dann auf jeden Fall solltet ihr auch genug Nahrung mitnehmen, damit ihr euch immer entspannt hochheilen könnt. Hier empfehle ich euch die Altrak-Mana-Kekse, weil die nochmal deutlich mehr Leben hängen. Dementsprechend könnt ihr dann immer schneller mit eurem Farm fortführen. Genau, und sonst habe ich immer noch hier so ein paar Heiltränke dabei und so ein paar Fellwurzpflanzen, wenn ich mich mal spontan hochheilen möchte und natürlich auch ein paar Verbände. Dann macht ihr hier oben quasi, klickt ihr auf die Uhr, Stoppuhr an und hiermit können wir dann quasi gucken, wie lange wir für einen Run brauchen. Ihr solltet immer ungefähr bei den 15 Minuten sein, dann wisst ihr einfach, dass ihr nicht ans Inicap kommen werdet. So, wir betreten den Raid und wir beginnen quasi mit unserer Armroute. Mach als allererstes hier Kräuterkunde an, mach verkrüppelndes Gift auf meine Mainhand. Magie habe ich schon an. Und wir beginnen den Timer. Ich gehe quasi ja hier dann direkt schon verstohlen. Es ist manchmal ein bisschen tricky hier. In der Inni sind die Viecher doch zum Teil echt schwer zu erkennen.
Alles ist hier einfach grün. Mehr oder weniger. So, wichtig, direkt am Anfang hier, an der Stelle kann eine Blume sein. Die könnt ihr quasi einfach looten, indem ihr euch hier hinstellt. Ja, ihr seht hier schon die Adden nicht. Das heißt, wenn hier eine steht, dann könnt ihr direkt einfach looten und euch freuen. Dann gehe ich immer bis hier vorne hin ungefähr und gucke, ob die nächste Blume hier steht. Die wäre genau hier ungefähr. Ja, an der Stelle steht die. Oder an der. Das Schöne ist, die könnt ihr quasi einfach von hier looten. Ja, einfach von hier darauf achten, dass ihr nicht in Line of Sight seid mit dem hier und mit dem. Ungefähr hier. Und dann könnt ihr von hier looten. Und genau. In dem Fall sind beide nicht da. Und deswegen könnt ihr hier aufmounten, die adden hier auch nicht. Und wir springen dann einfach hier hinten runter. Man kann die Eni quasi auch andersrum gehen. Ich finde es immer so relativ entspannt. Wir gehen quasi von hinten einmal im Kreis herum. Das heißt, wenn wir dann fertig sind mit der Eni, sind wir auch relativ nah am Ausgang und können dadurch schneller resetten. Deswegen finde ich es immer so cleverer. Ihr addet hier den Fisch da unten, ist aber nicht schlimm. Ihr wartet einfach, bis ihr nicht mehr im Kampf seid und dann geht er wieder unsichtbar. So, jetzt haben wir hier die erste schwierige Location. Ihr seht hier schon, übrigens auch immer diese Berserker im Auge behalten. Könnt ihr auch mal markieren. Ja, die laufen euch manchmal so in den Rücken rein. Wir haben hier 4 Viecher am Start. So, und wir wollen quasi hier die Blume looten. Und man denkt jetzt so, okay, das geht auf gar keinen Fall. Aber doch, es geht tatsächlich mit den entsprechenden Ingi-Items. So, ihr macht quasi einmal Distract und folgenden Plan. Wir werden den hier zappen. Den hier werden wir mit dem Rocket Helm ausnocken danach. Dann werden wir die Spinne hier, ja, er feiert schon. Die Spinne hier werden wir blenden. Ja, und die Spinne werden wir gougen, also Solar Plexus usen und direkt danach auf Loot klicken quasi hier. Also es ist wirklich eine immer so eine Millisekunde, aber es klappt. Also man braucht einfach ein bisschen Übung dafür. Es klappt aber auf jeden Fall, Leute. So, und wir gucken mal, ob ich das hier direkt in dem Video hinbekomme. Also, wir zappen den. Wir machen Dings auf ihn. So, wir gehen ein bisschen. Wir blenden auf ihn. Und wir machen Gouch. Und looten. Und ihr seht schon, es ist unglaublich knapp. Aber wir haben es geschafft. Perfekt. Das ist leider ein bisschen unlucky, dass wir noch den Debuff hier bekommen haben. Weil wir dadurch eine Chance haben, umzufallen. Das kann uns jetzt ein bisschen nerven leider. Das können wir jetzt leider nicht verhindern. Schön ist aber, ihr werdet dabei nicht aus der Verstohlenheit geworfen. Von daher können wir eigentlich ganz normal weitermachen. Auf jeden Fall schon mal schön, dass der erste Pull direkt geklappt hat. Ich habe schon ein Video aufgenommen, da habe ich da direkt gefällt. Jetzt haben wir hier gerade den Knockback. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich weiß nicht, ich finde auch irgendwie den Farm hier in der Indie mega entspannt. Dieses vögelige Switcher, irgendwie so die chillige Atmosphäre. Ich weiß nicht, ich mache den Farm wirklich sehr, sehr gerne gerade. So, wir gehen immer hier rein. Und bei diesem Tempel hier, ja, der Tempel von Betek, der Panther-Tempel, glaube ich, gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo die Kräuter quasi, wo die Blumen spawnen können. Eine wäre, wenn ihr euch quasi diesen Tempel hier wie so ein Viereck vorstellt, ja, also wir gehen nochmal kurz hier an den Anfang, stellt ihn euch wie ein Viereck vor, so, eine Blume kann immer hier spawnen, genau in der Ecke, na hier, so, eine kann ein bisschen weiter hinten dort spawnen, also auf die Minimap hier mal gucken, eine kann genau hier vorne spawnen, oder hier, ja, also quasi wie so ein Rechteck hier. Entweder das hier, hier oder hier und hier. Die andere Möglichkeit ist allerdings, und ihr könnt alle holen. Die andere ist quasi, dass hier hinten eine oder zwei Stück sind. In dem Fall haben wir zwei Stück hier hinten, das ist sehr schön, weil wir die beide in einem Pull relativ einfach looten können. Wenn ihr die hier vorne habt, ja, also wenn die Blume quasi hier vorne steht, dann pullt ihr folgendermaßen. Ich werde das quasi gerade mal
veranschaulichen. Das ist ein bisschen tricky, aber da kommt man rein. Ihr Pult quasi so, von hier. Dann wartet ihr hier ein bisschen, bis sie hochkommen. Und die auch noch marken, dann habt ihr sie besser so im Blick. So, könnt ihr warten, ja? Relativ lange warten, so dass wir euch fast erreichen. Dann springt ihr runter und geht so schnell wie möglich hier schön am Rand lang rennen, ja, hier unten. So schnell wie möglich in die Richtung. Wartet an der Stelle, ja, ihr habt den Kampf verlassen gerade. Lootet, die spawnt ungefähr hier und geht unsichtbar und haut ab. Es ist sehr knapp, ja, ihr seht schon, es ist sehr knapp. Ihr werdet auch sicherlich öfter mal verkacken und dann irgendwie doch wieder vorher unsichtbar gehen müssen oder abbrechen beim Looten. Aber es ist wirklich möglich. Auf der Seite genau die gleiche Taktik, ja. Brauche ich deswegen nicht nochmal erklären. So, dann haben wir, das machen wir jetzt auch nochmal, auf der Seite hier, das ist dann auf der anderen Seite auch die gleiche Taktik, die Viecher hier, so. Die pullt ihr folgendermaßen. Ihr pullt. So, jetzt kommen die aber nicht, weil ihr hier noch drauf steht. Ja, die bleiben da stehen. Deswegen so schnell wie möglich hier auf die Treppe. Sobald ihr hier seid, kommen die angerannt. So, ne, keine Panik, einfach erstmal chillen. Ihr wollt auch nicht zu weit wegrennen. Ihr wollt, dass sie relativ nah an euch rankommen. Damit die nämlich, damit ihr die nicht zu früh pullt hier. So, ja, ungefähr. Oh, das war jetzt ein bisschen knapp gerade. So, dann hier ungefähr hin. Ja, gleiches Spielchen. Ihr triggert Verstohlenheit. Manchmal klappt das auch nicht, dann müsst ihr unten nochmal vanischen, dann kommt ihr in einem neuen Kampf. Aber ihr seht so, dann kurz wieder raus. Hier würde die ungefähr sein, looten und abhauen. Ihr seht schon, habt das auch nicht ganz perfekt gemacht. Es geht aber auf jeden Fall, ja. Jetzt hättet ihr quasi gelootet. Ihr müsst euch aber wirklich sehr beeilen und es ist wirklich manchmal eine Sekundenarbeit. So. Wie gesagt, kann ich euch leider jetzt natürlich nicht alle Locations zeigen, weil wir immer nur ein paar haben nebenan. Jetzt machen wir die beiden hier hinten. Die sind ja glücklicherweise gerade da. Und zwar, ihr geht auf Max Range. So. Und ihr pullt einfach. Das ist wirklich ein sehr entspannter Pull. Da kann relativ wenig schief gehen. Hier schön am Rand halten. Und noch markieren. Ich habe mir markieren auf K gebindet. Und jetzt hier Sprinten anmachen. Ja, und hoffen, dass ihr nicht gehittet werdet. Aber mit Sprinten ist es eigentlich nicht möglich. Ihr könnt jetzt relativ entspannt eigentlich sein. Den Vorlasten wieder markieren. Nur hier schön an der Wand bleiben. Ihr seht, die kommen. So. Ja, hier mache ich gerade mal Evasion an, damit ich hier ein bisschen weniger gehittet werde. So. Noch mal kurz hochgehielt. Mal sicher gehen. Dann gehen wir schon sehr nah hier an die Kräuter ran. Und ihr müsst auch nicht Verschonheit spammen. Das ist manchmal so, es ist dadurch ein bisschen sicherer, dass ihr nicht direkt wieder in Combat kommt. Ihr könnt aber auch direkt runterjumpen, ja. Und dann nur schnell wie möglich klicken. Hier, Traumblatt. Und wir wollten ihn auch noch mitnehmen, idealerweise. Muss er wirklich beeilen. Manchmal gibt es hier eine Panther-Pet, die patrouilliert von hier hinten. Da müsst ihr darauf achten, dass die quasi nicht da ist, wenn ihr das macht. Das ist wichtig. So, wir haben beide Kräuter gelootet. Leider noch keine Rebe bisher. Aber ihr seht, ihr habt ja sehr viel Zeit, bis sie wiederkommen. Und übrigens, ich habe ja auch gesagt, die Sense hier, wenn ihr die noch nicht habt, die könnt ihr euch auch solo farmen. Das wäre ein Beispiel. Ne? Hier haben wir den Haufen. Ich hätte auch gerade den Haufen looten können, statt eine der Blumen. Da hätte ich mir quasi die Sense vorher auch noch selber farmen können. So, wir gehen weiter. So, hier können wir einfach die Mauer hochgehen. Hier gibt es auch schon ein paar Spielereien mit der Mauer. Zum Beispiel, wenn ihr mal aus Versehen Mobs am Arsch habt. Ja, ich zeige das gerade mal so. Angenommen, ihr habt die geedit, aus Versehen, ja. Dann rennt ihr einfach hier hoch. Das sind so viele Kleinigkeiten, die man einfach im Laufe der Zeit dann lernt. Die ich auch abgeschaut habe. Und dann springt ihr einfach hier rüber. Und ihr seht schon, hier resetten die auch. Ja. Wichtig bei diesen Reset-Geschichten ist einfach nur, ihr müsst quasi außerhalb von der Range sein, ja, sonst adden die manchmal direkt wieder neu. So, ihr seht schon so, wir sind weg. Ja, und dadurch können wir jetzt ganz entspannt quasi den Farm weitermachen. Nur ein kleiner Tipp, wenn ihr hier mal adden solltet, aus Versehen, dann könnt ihr immer hier hochrennen und so resetten. So, wir haben hier unten direkt den nächsten Spawnpunkt, der ist relativ schwer zu erkennen.
seht es dort, ist ein goldener Sansam. Also gerade der Sansam ist manchmal so schwer zu erkennen. Das ist echt ein Krampf manchmal. Ihr seht es ungefähr, man kann sich das merken. Ich würde euch empfehlen, wir springen gleich runter und versuchen, den zu looten. Versucht euch immer ungefähr zu merken, dass er so neben dieser Treppe hier irgendwie ist, so, ja. Weil ihr werdet gleich sehen, wie wir unten sind. Dann sucht man manchmal vergeblich danach und dann kommen die schon wieder und dann seid ihr am Arsch. So, wir pullen, gehen ein Stück weit nach hinten, LOS, so, wir markieren auch direkt. Die werden jetzt quasi alle hochkommen und wir merken uns, okay, da ungefähr neben der Treppe müssen wir gleich looten. So, die kommen, ja. Und jetzt müssen wir relativ lange warten, dürfen uns nicht erreichen, aber die dürfen auch nicht zu weit weg sein, okay, so. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier brauche ich sprinten. Ja, hier werde ich mal sprinten. Das wird eine sehr, sehr knappe Geschichte. Ich glaube, das hätte ich ohne Sprinten nicht geschafft. Das ist ein bisschen blöde, weil wir sprinten. Oh, hier noch ein weiterer Hinweis, weil wir sprinten eigentlich nicht einfach so verbraten möchten. Aber ging nicht anders. So, hier und immer noch keine Rebe. Das ist ein bisschen unlucky, ehrlich gesagt, gerade. So, hier die Fledermäuse, ja. Wichtiger Hinweis an der Stelle. Die haben eine sehr, sehr weite Verstohlenheitserkennung. Deswegen, die auf jeden Fall immer umgehen. Die Fledermäuse. Und manchmal ist man unlucky. Dann sind zum Beispiel an dem Ort hier keine Tiger, sondern Fledermäuse. Dann geht er einfach weiter. Ist nicht so schlimm. Dann macht er den Punkt nicht. Wie gesagt, da könnt ihr leider bei Fledermäusen könnt ihr nicht hingehen. So, ne, ihr seht schon, wir gehen quasi einmal hier die Runde. Wir gehen jetzt weiter zum Tiger-Tempel. Ne, ihr seht hier schon, man hat hier relativ wenig Probleme mit der Verstohlenheit. Die Viecher sehen einen eigentlich kaum. So, hier können wir mal das Netz verwenden, denn die haben keine. Haben wir natürlich direkt fehlgeschlagen. Aber so, ihr seht schon, gar kein Problem, den blenden wir. Wenn man mal das Netz verwendet, ja, die haben quasi keine Fähigkeit von der Ferne. Und deswegen können wir einfach entspannt looten und dann vanishen. Die Blume hier kann man immer relativ einfach machen. So, wir können hier schon mal den Gedankenkontrollhelm anziehen. Den werden wir eventuell noch verwenden, müssen wir mal gucken. Es könnte aber auch sein, dass wir den gar nicht mehr brauchen. So, in dem Tiger-Tempel hier ist es auch nochmal interessant. Hier haben wir jetzt leider hier oben keinen Spawnpunkt. Schade, den hätte ich euch gerne nochmal gezeigt, ehrlich gesagt, weil hier sind zwei mögliche Locations. Den werde ich eventuell nachträglich hier einblenden gleich, einen kleinen Clip, wie man den Pull hier macht. Hier vorne haben wir eine Blume, die können wir machen, aber ist sehr umständlich und sehr knapp. Ich habe die schon mal gelootet, alleine, aber würde ich euch nicht empfehlen. Die würde ich immer stehen lassen, ja, ist es nicht wert. Wie wir das hier machen, werde ich euch gleich nochmal einblenden in einem Extra-Clip. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie man die beiden Punkte hier oben holen kann. Wir haben hier einmal einen Berg-Silberweißling hier hinten und hier ein Traumblatt und den könnt ihr beide ohne Probleme holen. Wenn ihr Sprinten ready habt, ja, dann würde ich es folgendermaßen machen. Wenn ihr Sprinten ready habt, dann würde ich so machen, dann pullen. Ja, dann kommen alle an. Auch wichtig, dass hier wieder kein Berserk am Rumeiern ist, ne? Dann wartet ihr, bis sie so ein bisschen näher kommen. Dann sprintet ihr los, so. Wenn ihr gougen, so schnell wie möglich hier hoch. So. Auf den Berg, ja. Hier hoch. Und NP. Ganz entspannt, hier resetten. Die resetten dann hier, die kommen da nicht hoch. Den Sprung, der ist übel, den müsst ihr üben, ja. Da habe ich schon oft. Der ist ein bisschen tricky. Ja, runter und bam. So. Aber wir looten nicht. Ja, ihr seht, wir hätten noch Zeit gehabt, wir looten nicht. Denn ich will euch auch den anderen zeigen hier. Den hier. Angenommen. Na gut, das habe ich. Das ist ja ein anderer. Aber den können wir, also wir können beide auf die Art. Auf beide Arten machen, die wir eben gerade gemacht haben. Wir hätten jetzt quasi gerade das hier looten können, wir hätten aber auch hier looten können. Ne? Das, je nachdem, müsst ihr halt zweimal machen. Aber sagen wir mal, ihr habt Sprinten nicht ready.
Ja, dann könnt ihr es so machen. Ihr geht hier hoch. Dafür braucht ihr ein bisschen mehr Übung. So, passt gerade gut. Ihr pullt hier. So, die sind im Kampf. Kehrt und geht so schnell. Ja, ich weiß nicht, ob es reicht. Es reicht. Nur die kommen an. Es reicht natürlich nicht. Es ist so geil wieder. Ah, ja, so, wir gehen nochmal hoch. Es ist ein bisschen tricky und manchmal ein bisschen nervig, wenn die hier nicht so wirklich kommen wollen. So, jetzt aber. Ah, ich hoffe, die Kollegen kommen. Ich würde mal sagen, wartet ungefähr, bis so der Totenkopf an euch vorbei ist. So, dann könnt ihr euch bewegen. So, jetzt müsst ihr, bevor die euch erreichen, die hier pullen. Und dann hier hoch. Und dann hier runterspringen. Ja, an der Ecke. Das ist wichtig, nicht zu weit da vorne. So, jetzt kommen alle rum. Oh, der nervt natürlich jetzt. Jetzt kommen alle rum. Und ihr könnt jetzt total entspannt einfach hier hoch. Wartet, bis sie kommen. Und springt hoch. Und könnt quasi dann hier, ne, entweder da oder hier eben wieder looten, wie ihr Bock habt. Der Vorteil an der Geschichte ist, wenn ihr so rummacht, ihr habt gesehen, wir konnten quasi gerade unten, als wir unten lang gegangen sind, waren da keine Gegner. Ne, das war halt der Vorteil. Jetzt sind wir noch gekommen, aber sind hier gewanished. Ja, das heißt, so könnt ihr das ein bisschen sicherer machen. Und es ist halt auch vor allem sicherer, wenn ihr keinen Sprint über die habt. Also auf diese Möglichkeit könnt ihr quasi beide Bots hier machen. Denn wenn ihr quasi mit den Viechern kommt, die verfolgen euch und ihr rennt hier rum um die Ecke, die kommen an und ihr habt keinen Sprinten, dann machen die euch manchmal benommen und dann sterbt ihr hier, ja. Deswegen, wenn ihr Sprinten nicht ready habt, dann bitte auf die zweite. Und hier unten haben wir beide Blumen am Start. Und zwar haben wir einmal hier einen Mountain Silver Sage. Und, Momentchen mal. Da hinten ein Traumblatt. Nur die beiden wollen wir haben. Die beiden Kräuter. Dafür müssen wir immer hier die Tiger pullen. Das ist auch so ein bisschen tricky manchmal. Ihr müsst darauf achten, dass wirklich alle Tiger auch adden. Ja, einfach die immer ins Target nehmen. Ihr seht, die haben euch alle im Target. Dann so schnell wie möglich. Ist vielleicht schon zu langsam gewesen. Wir gucken mal. Zu dieser Ecke hier rennen. Dann kommen die an. So, ich habe die wieder mit K markiert. Er hat hier den Totenkopf am Start. Jetzt ungefähr nach vorne rennen. So. Dort, bevor die euch erreichen, hier drauf springen. Ja, und dann so schnell wie es geht, dahin rennen. Wir werden eventuell gleich wieder ein Combat kommen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Kurz ablenken den und hier looten. Vielleicht können wir den sogar auch noch mitlooten, das wäre Bombe. Aber sehr riskant, nee, das können wir nicht, da sind sie schon wieder. Ja, wir sind noch im Combat. Ja, das heißt, wir würden jetzt sterben, wenn die uns erreichen würden. Aber kein Problem. Wir gehen einfach hier hoch. Und wir resetten hier. Ja. Einfach Verschollenheit spammen. Die Ecke hier hat mir schon sehr oft den Arsch gerettet. So, das heißt, dann gehen wir hier wieder hoch. Ja, kein Problem. So. Da, 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 da. Auch ein kleiner Geheimweg hier. Bringen hier wieder drauf. Sind wieder hier oben und müssen die ganze Chose quasi nochmal machen, um den Traumblatt zu looten. Ja, ihr dürft hier nicht zu früh pullen, weil dann sind die wieder out of combat, bevor ihr. Nur das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das war nicht gut. Das meine ich jetzt, manche im Fight, manche nicht. Das wollt ihr nicht. Ah, jetzt sind alle. Aber die werden jetzt wahrscheinlich resetten, bevor ich es. Ja, genau. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr alle gleichzeitig quasi die Aggro bekommt von allen.
Mach das immer, indem ich darauf achte, dass die Tiger hier, wenn die in die Richtung gehen, dass ich die dann anschieße. Das ist eine relativ gute Möglichkeit. Ja, haben wir alle. Dann so schnell wie möglich hier hin. Warum gehen wir hier hin? Weil das einfach vom Passing irgendwie so ist, dass wenn die, erst wenn der Weg für die eine gewisse Kürze erreicht hat, so eine Art, dann kommen die an. Und deswegen müssen wir so ein bisschen. Oh. Oh, das war jetzt sehr. Ja, wir sind zu früh nach vorne gegangen. Das ist leider etwas unlucky gerade. Na komm schon. Wir bleiben hier stehen. Wir sind geduldig. Das ist natürlich jetzt ein etwas längeres Video. Aber wenn ihr den Farm auch wirklich vernünftig machen wollt, dann ist es auch sinnvoll, wenn ihr das hier perfekt drauf habt. Nachher, ja. So. Dann könnt ihr auch Verstohlenheit spammen. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, selbst dann. Okay, in dem Fall hat es geklappt. Wir sind nicht nochmal in Combat gekommen. Können wir hier jetzt looten? Und eine Blutrebe wäre mal nicht schlecht, oder? Nee. Es soll noch nicht sein. Schade. Gut, dann gehen wir weiter. Wir sind natürlich schon hier bei 18 Minuten angekommen. Das liegt einfach daran, dass ich euch fast jede Location erklärt habe gerade. Da werden auch noch einige kommen. Wenn ich natürlich jetzt hier nur die Locations machen würde, die auch wirklich da wären, wo auch wirklich Blumen stehen, dann wären wir hier natürlich deutlich schneller durch und es ist auf jeden Fall ohne weiteres möglich, hier in locker flockigen 15 Minuten durchzukommen mit allen relevanten Locations. So, hier oben können zwei Blumen drin sein. Wir haben jetzt gerade eine. Das Schöne an den beiden hier oben drin ist, die könnt ihr ohne Probleme looten, ohne einen einzigen Mob zu pullen. Das ist das Schöne. Die schlechten Nachrichten wiederum sind, dass die Viecher hier oben unglaublich nervig sein können. Wir müssen hier verschiedene Dinge beachten. Und zwar folgendermaßen. Die hier gehen einmal im Kreis um den Dulli hier rum, ja? Ihr wollt das hier looten, wenn die hier hinten sind beim Feuer. Die hier. Moment, wir warten gerade mal. Die hier, ja, gehen immer von hier. Die hier gehen immer von hier nach da hinten. Die wollen, sollten auch da hinten sein, möglichst, ne? Und die hier wiederum gehen von da ganz hinten bis hier ganz hinten in die Ecke. Und die sollten möglichst auch auf der anderen Seite sein. So. Das heißt, wir warten. Und die kommen relativ schnell. Also von denen wurde ich öfter schon mal überrascht. Wir warten, bis die weg sind. Bis die da hinten sind. Und bis die so auf der anderen Seite sind. Und es wird auch jetzt noch knapp. Muss vielleicht vanischen. Oh, wir haben es gerade noch so geschafft. Ne, wir mussten vanischen. Ja, wir sind gevanished, kein Problem. Aber ihr habt gesehen, es ist wirklich sehr, sehr knapp. Da müsst ihr einfach ein bisschen Timing bekommen, Leute. Dann könnt ihr aber beide Blumen hier oben ohne Probleme looten. Und wir waren lucky, ja, wir haben eine Rebe bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Wenn ihr eine Rebe in einem Run bekommt, dann seid ihr schon auf einem sehr guten Goldniveau, wenn wir das quasi stündlich betrachten. Ja, und ihr seht schon, wir haben auch 4 Bergsilberweißlinge, 4 Traumblatt und so weiter. Also es ist wirklich ein genialer Farm. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nein! Wenn ich Glück habe, kann ich hier noch einmal. Soll ich jetzt. Nee. Ah. Okay, wir machen einen kleinen Cut an der Stelle und machen gleich an der Stelle weiter. So, Freunde der Nacht, da wären wir wieder. Jetzt habe ich ja nicht aufgepasst, aber vielleicht auch mal nett, dass ihr mal sehen könnt, was passiert, wenn ihr zu nah an die
Fledermäuse rankommt, ne? Die ballern euch halt direkt weg und ihr könnt kaum entkommen. Ich wollte euch nur noch sagen, an der Stelle hier ist auch eine Blume dort, ja? Wenn ihr keine Fledermäuse sind, dann könnt ihr die unglaublich einfach looten. Und zwar, ihr springt, ja, wie kann man es am besten zeigen? An der Ecke hier, ja? Ich zoome nochmal rein. An der Ecke hier, von diesem Viereck hier, springt ihr hoch, da könnt ihr hochspringen, hier drauf und stellt euch ungefähr dorthin, an die hintere Ecke. Dann blendet ihr den hier, wenn es ein Range-Mob ist, das ist meistens ein Fernkämpfer, blendet ihr den einfach, die Viecher, also wenn es Tiger sind, kommen da nicht hoch und dann könnt ihr von oben hier einfach runterlooten. So, dann gehen wir weiter. Hier gibt es auch zwei mögliche Locations, wo welche sein können. Und zwar einmal ungefähr hier, glaube ich, ungefähr hier vorne. Oder nee, also auf jeden Fall hier in der Mitte. Der ist aber gerade nicht da. Auf jeden Fall dort in der Mitte. Und eventuell noch hier vorne. Oh, ne, ich glaube nur da. Ich glaube nur dort. So, den könnt ihr holen, indem ihr von hier oben pullt. Einen Schritt zurückgeht, markiert. So, und dann wartet ihr. Ja, bis sie hochkommen. Ihr geht schon mal ungefähr so hier hin, so schräg. Ihr werdet dann quasi gleich geradeaus runterlaufen. Bevor die euch erreichen, einfach hier runter. Hier hinstellen. Wir werden gleich resetten. Ihr könnt Verschwohlenheit spammen, müsst ihr aber nicht. Wie gesagt, macht es manchmal ein bisschen leichter, dass ihr nicht wieder in den Kampf reinkommt. So, und dann lootet ihr hier einfach, ja. Bam. Das ist auch eine sehr knappe Geschichte, aber es ist auf jeden Fall machbar. So, dann gehen wir weiter. Wir können hier noch eine machen. Und zwar hier unten. Ein goldener Sandsamen. Den können wir auch entspannt machen. Ja. Das ist auch eher knapp, aber wir können ihn machen. So, hier ist wichtig, bevor ihr hier pullt. Wir pullen quasi hier ihn gleich. Denn hier unten, da seht ihr schon, ist die Blume. Darauf achten, dass im Hintergrund keine Berserker lang gehen. Die haben mich manchmal schon von hinten weggeklatscht. Ja. Darauf achten, dass die Kollegen hier weg sind. Und ihr dürft auch nicht zu weit nach hinten gehen, ja, wenn ihr irgendwie hier rumeiert, so, dann kommen die von hier hinten. Dementsprechend geht genau hier hin, ja, pullt von hier und geht direkt hier hin, so. Markiert den, kommen die rum, dann könnt ihr ein wenig in die Richtung gehen, ja, so ein ganz klein wenig. Und kurz bevor die euch erreichen, und direkt looten, weil das ist halt eine sehr knappe Geschichte. Ihr seht, ich springe quasi direkt drauf und bin auch noch im Combat. Muss quasi vanishen. Aber so könnt ihr da auch looten. So, dann gehen wir hier weiter. Und sind gleich am Ausgang angekommen. Es gibt hier noch ein paar andere, die ihr holen könntet. Die sind aber alle zum Teil relativ schwer zu erreichen. Von daher eigentlich würde ich immer die Route gehen, die ich euch hier zeige. So, hier an der Stelle, genau hier ungefähr, kann auch eine Blume stehen. Die könnt ihr einfach looten, indem ihr euch ungefähr hier hinstellt und lootet. Sieht beide LOS dann und es wird keiner kommen. Aber ist auch nicht da, deswegen gehen wir weiter. So, wir haben noch eine interessante Location. Dann nehmen wir nochmal den Rocket Helm. Der wäre in eurem Fall aber noch nicht ready. Ihr müsst dann versuchen, mit der Gedankenkontrollkappe eventuell zu arbeiten. Das geht auch. Da müsst ihr aber mit der Kappe anfangen, weil die könnt ihr nicht im Kampf verwenden. Das heißt, ihr müsst dann quasi jetzt hier in dem Fall ihn zappen, ja. Und dann die Kappe, die Gedankenkontrollkappe auf ihn machen. Er greift dann wahrscheinlich ihn an. Die betteln sich dann und dann blendet er einfach ihn hier und könnt looten, ja. In dem Fall machen wir es wieder auf eine etwas safere Variante, aber es ist immer so ein bisschen die
Pulse sind immer relativ tricky, da müsst ihr auch ein bisschen Übung für haben. Aber wir gucken mal, ob wir das hier hinbekommen. Also wir zappen ihn, machen den Helm auf ihn, blenden ihn und hätten fast gefailt, weil genau der Berserker dann kommt. Das ist auch immer so die Geschichte. Da solltet ihr auf jeden Fall immer drauf achten. Guckt, vielleicht kann man sogar von der Ecke hier looten, das weiß ich gar nicht. Wäre auf jeden Fall Next Level, wenn das gehen würde. Aber ich glaube, das geht. Nee, ist zu weit weg. Okay. Das wäre schön. Vielleicht kann man sogar von dem Haus hier oben looten. Müsste auch ein bisschen kreativ sein. So, wir versuchen noch einmal die andere Methode. Also, wir zappen. Ja, warten ein bisschen auf Energy. Energy, so. Rocket Helm. Blenden ihn. Couch und Lutorino. Sehr schön. Ja, nee. Oh. Gift ausgelaufen. Vorbereitung Vanish und Bam. Ja, es geht auf jeden Fall. Es geht, Leute. Ihr braucht, wie gesagt, nur so ein bisschen Tryhard-Material. Dann kann man aber so einen Run wunderschön machen. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich werde euch auf jeden Fall im Laufe des Videos ein paar Szenen einblenden von Blumen, die ich heute nicht bekommen habe. Jetzt den Loot ausrechnen auf die Stunde, das macht wenig Sinn. Merkt euch einfach, das hier habe ich ungefähr in 15 Minuten bekommen. Ja, wenn ich hier quasi den glatten 15 Minuten Run gemacht hätte, wäre das mein Loot gewesen. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Allein das hier sind schon 27 Gold ungefähr. Ne? Also es sind dann schon irgendwie, keine Ahnung, 35 Gold oder so in 15 Minuten. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Wären dann quasi schon, wenn wir das auf eine Stunde rechnen würden, schon 140 Gold. Also es ist wirklich ein sehr, sehr kranker Farm, den ich euch nur ans Herz legen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn ihr Fragen zu dem Farm habt, schreibt mir gerne unter dem Video eure Fragen rein. Versuche die zu beantworten. Und es wird vielleicht noch eine 1-Stunden-Version wiederkommen, so wie bei dem Daimol-Video auch, wo ich euch eine Stunde auf den Farm hier mitnehme. Mal gucken. Ich farme das relativ intensiv momentan. Aber weiß noch nicht genau. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Da werde ich auch in den nächsten Wochen sicherlich die eine oder andere Stunde in der Inni hier verbringen. Ich bin immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr live auf Twitch. Hier auch nochmal eingeblendet gerade. Die Pfeiler X einfach auf Twitch gerne mal vorbeischauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer die Pfeiler. Ciao, ciao.